Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und heute habe ich mal wieder drei krasse Jobs fürs Wochenende für euch. Ihr wisst Bescheid, alle Links zu allen Jobs sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken, im Social Club markieren, Konsole anschmeißen und zocken. Aber ich würde sagen, los geht's. Job Nummer 1 ist ein Stunt-Rennen-Labyrinth aus ganz vielen verschiedenen Röhren, und dieses Rennen wird in den Lüften über Los Santos gefahren. Das Ganze ist wirklich richtig spektakulär, und in diesem Rennen gibt es nur einen Startpunkt und das Ziel, und dann muss man es halt irgendwie schaffen, durch dieses Labyrinth durch zum Ziel zu kommen. Und wenn man das Rennen halt noch nicht kennt, braucht man bestimmt in etwa 10 Minuten dafür. Ich habe das Ganze mit Sadie und ein paar anderen Leuten gezockt und wir haben um die 10 Minuten gebraucht, bis ich das Rennen dann im Endeffekt gewonnen habe, da man auch an manchen Stellen einfach runterfallen kann und da auch sehr viele Fallen in diesem Rennen versteckt sind. Auf jeden Fall richtig geiles Rennen, was hier auf jeden Fall verdient hat, in dieser Serie mit dabei zu sein. Job Nummer 2 ist ein richtig krasses Motorradrennen, welches in den Lüften von Los Santos spielt. Das Besondere an diesem Rennen ist aber, dass wir einen Katapultglitch nutzen müssen, um mit unserem Motorrad auf das Dach des FIB-Gebäudes zu kommen, wo sich dann der nächste Checkpoint in diesem Rennen befindet. Zusätzlich gibt es noch einige UFOs und Riesenräder in diesem Rennen drin, aber im Großen und Ganzen ist das Rennen einfach ein richtig heftiges Bossrennen. Solltet ihr euch auf jeden Fall einfach mal geben. Der letzte Job ist ein gemoddetes Rennen in Sandy Shores. Hier gibt es einige Spiralen, einige Loopings, einige gemoddete Gegenstände und einen richtig heftigen Wallride aus Riesenrädern. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, dieses Rennen zu spielen. Solltet ihr auf jeden Fall auch einmal abchecken. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich jetzt wieder übelst freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.